Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge sind wir in Laurent angekommen und in Sheraton und haben Quests angenommen und nehmen noch mehr Quests an. Und hier ist, von dem ich mal rate, dass er Vater von Leia ist. In der letzten Zeit ist eine Gruppe von Verbrechern in Häusern eingebrochen, während die Bewohner unterwegs waren. Ich habe ihr Versteck gefunden. Es ist in einer alten Mine. Aber es wäre so gefährlich, mit einer ganzen Gruppe dort aufzutauchen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da kommen ja wir ins Spiel. Würdest du sie für uns zusammentreiben? Ich vermute, du bist unsere einzige Hoffnung. Was wäre, wenn ich mit Elise gesprochen hätte? Die Verbrecher verstecken sich in der alten Vikala-Mine. Oh, im nordöstlichen Teil der Volterra-Wälder. Der Boden dort ist trügerisch, also passt gut auf, ja? Ist das nicht die Mine, wo die Gegner so Level 35 waren? Muss ich mich wohl dadurch flüchten, nehme ich mal an. Okay, wir haben ja jetzt Elise im Team, das heißt, flüchten dauert nicht mehr so lange. Oh, ich erinnere mich, ich hänge hier immer fest. Ich kratze mich mal an der Nase und hoffe, dass es niemand hört. Okay. Ja. Das mache ich übrigens auch sehr gerne. Wenn man hier zu so Gebieten hingeht. Ach, deine Quest habe ich schon angenommen, ne? Jo. Wenn man jetzt zu so Gebieten gelangen kann, wo die Gegner voll übermächtig sind, weil man da in der Regel eigentlich durchrennen könnte, wenn man vorsichtig ist. So, und ich gehe nochmal hier rein. Und hi. Die ganzen 20 I Minuten. need you to leave us alone for a bit. How come? Because I said so. Jetzt spielen wir aus You know, Elvins Perspektive. Well if you don't tell them what's up, right? You're the one who'd be in trouble if I told him what's up. Come now, you make it sound like I'm holding Jude hostage, aren't you? If anything, I'm protecting him from Exodus. Not to mention, we're friends that trust and rely on each other. Nein, wir nicht. No skin off my back, but you know, your son may be a lot more grown up than you realize. Er hat zum Doktor geschafft, zum Professor Doktor. He's just a child going through a rebellious phase. Isn't that the phase that turns kids into adults? Maybe he's not there yet, but he ain't no child either. Must be tough being a dad, sacrificing so many things for your family, only to have your son grow up and leave you. That's just how it works. I accept that. You always were like that, Dr. Mathis. I can see why Jude became an honor student. Okay, die Typen scheinen sich sehr gut zu kennen. Just chatting about our old people diseases. Want the details? No, that's okay. You and Dad have a right to discuss what you want to. Alter Leute? Very prudent of you, as always. Wie alt ist Elvid eigentlich? Guess you still got some kid in him after all. Ich habe ihn ja so über 20 geschätzt. Aber langsam glaube ich, er ist noch ein bisschen älter. Vielleicht so Mitte 20. Hey Jude, remember when we used to play hide and seek here? Dad would always get so mad at us. Oh, dann war er ja schon immer so ein A. Ich werde nichts Böses über irgendeinen Charakter in diesem Spiel sagen. Ich werde nur meine Meinung zu ihnen äußern. Zum Beispiel, dass ich Elve nicht traue und dass ich Elise voll niedlich finde. Und dass Jude ein Professor Doktor ist. Aber sonst nichts. Okay, am Hafen können wir uns noch umschauen. Aber wir erreichen schon wieder so viel heute. Wer weiß, vielleicht ist es ja wichtig. Vielleicht kommen wir nicht an ultimative Waffen oder so, wenn wir nicht mit dieser Person einmal gesprochen haben. Wer weiß. Okay, dafür spreche ich umso weniger mit diesen 0815 Leuten wie ihn, ja. Wenn sich die Jahreszeiten ändern, gibt es immer Stürme. Sie werden Zwischenwinde genannt. Und die besten Seeleute wissen, wie man sie sich zunutze macht. Ja. Ich warte auf so einen Sturm. Ja. Um solche Informationen zu bekommen, ja, da muss ich nicht unbedingt mit den Leuten sprechen. Hallo. Ah, 50 Gold, schon wieder. Okay, hier haben wir auch alles.
Zur Mine gehen wir noch nicht. Wir gehen jetzt nach Nirkera. Ich gras jetzt erstmal jede Stadt ab. Vielleicht ist Iva ja schon wieder hier. Oder Iva. Iva, oder? Hm, Iva. Hm. Und ja, vielleicht hat er eine Quest. Oder die Schweine. Oder nee, wie hießen die nochmal? Schweinickel oder Kaschweine. Ich glaube, das ist sogar richtig. Sowas will ich mir gar nicht merken. Boah. Ja gut. Oh, halt, Moment mal. Haha. Schön. Verbeuge durch. Verbeuge durch. Ah, schön. Das ist so, als wenn ich zum Bäcker gehen würde. Schön, ja. Ach ja, habe ich das schon mal erwähnt? Hier ist auch noch ein Gebiet, was wir besuchen können. Aber die Gegner sind, glaube ich, auch so Level 30. Habe ich mal offscreen, oder habe ich das auch schon mal in der Aufnahme gezeigt? Da könnten wir ja auch mal durchgehen. Da sind zwar die Gegner viel zu stark, aber es gibt noch Schatztruhen und so, die wir bekommen können. Also vielleicht streifen wir ja mal da kurz durch. Wenn ich es nicht vergesse. Und ich tendiere dazu, Sachen zu vergessen. Weil ich bin dumm. Ja. Mhm. Na gut. Blablabla. Ist ja noch ein Haus. Iva scheint nicht hier zu sein. Doch, Iva wohnt hier, ne? Ja. Weiß nicht. Verbeuge dich. Den Schein putzen, die Opfergaben sortieren, Lobgesänge auf Mila komponieren, mein tägliches Mila-Protokoll führen, die Arbeit eines Warendieners nimmt nie ein Ende. Das ist schön für dich. So, hier kann ich Quest. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz hier durch. Ich guck mir mal an, wie stark die Gegner sind. Wenn sie irgendwann mit Level 20 sind, dann ist das ja... Ich sollte mal speichern, vorsichtshalber. Ich habe Elise im Team, mir kann nichts passieren. Ich kann super schnell, super fulminös flüchten. Egal. Xagut. Wie ist das? Oder müssen wir hier hin? Nö. Nein. Blach. So, ich kann euch mal zeigen. War ja nicht gerade noch was? War ja nicht gerade. Egal. Hallo. Ich kann mal gucken, wie stark die Gegner hier sind. Die sind Level 40 und tschüss. Aber dafür hat die Level 40 sind, haben die wenig HP. Okay, ich wollte mal gucken, wie viel Schaden ich mache, aber dazu kam ich nicht. Ne, wir düsen jetzt einfach hier mal so durch. Tun uns ein paar Schätze erschienen, mehr oder weniger. Ich habe mir den Bereich ehrlich gesagt mal offscreen angeguckt vor, was weiß ich wie viel Parts. Und wir kommen ja gar nicht weiter nach einer bestimmten Zeit. Oh, ich sollte noch mal kurz hier das Gebiet erkunden. Ich glaube, da konnten wir schon nicht weiter. Ja klar, ein Ausruf. Zeichen Gegner. Ist da was? Es kann alles möglich passieren, deswegen. Wo haben wir hier heilige Tränke? Was? Die kommen auf mich zu, was? Monsterflüssigkeit. 700 Punkte, was? Ich weiß, das schon lange, aber habe ich jetzt erst drauf geachtet. Und hier ist eine Truhe. Da haben wir Lavendel. Ja, super. Da haben wir noch was. Wer weiß, vielleicht finde ich ja hier so eine rote Truhe oder so. Vielleicht ist da irgendwas mit 50.000 Gold drinne. Also, was ich eigentlich noch nicht haben dürfte. Und irgendwie interessiert es sie nicht, dass ich das eingesetzt habe. Kann das sein? Ah, finde ich schön, wenn dem ein paar zu viel passiert. So, ich guck mir mal die Bäume hier an, vielleicht ist hier irgendwo so eine verdammte Eifrit-Schatztruhe geht weg.
Ja, ich wollte euch das Gebiet einfach mal zeigen. Ich spoiler mich hier bestimmt voll, aber hier ist ja eigentlich nichts. Hier ist ja nur Gebiet mit Monstern und ist ja nicht so, als ist das einzigste Gebiet dieser Art. So, und da ich jetzt weiß, dass wir für eine bestimmte Anzahl von Federn Sachen bekommen, werde ich natürlich fleißig weitersammeln. Ich meine, hallo, 10.000 Gold für 100 Federn. Wie viel kriegen wir denn dann für 200 Federn? 100.000 Gold. Hoffe ich. Wäre natürlich sehr schön. Dann hätten wir für eine Weile ausgesorgt. Er reicht bestimmt bei mir für einen Einkauf und dann war es das. So. Boah, meine Nase juckt die ganze Zeit. Belesener Jude. I've seen this plant in books. I've never seen the real thing before. Good eye. They all look the same to me. It goes beyond visual acuity. Jude has an impressive amount of knowledge. Ain't that the truth? Not bad for his age. Well, I've always liked reading books. I just have a good memory for that sort of thing. And yet my birthday totally slips his mind. Can you believe that? I've apologized so many times. Leia only has a good memory for my failings. Hmm. I've heard that people only truly remember the things that interest them. Oi, 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 oi. Huh. I've read about that. They say a memory lapse is just your brain freeing up space for more useful information. Well, sorry that my personal details aren't more useful to you, Jude. Oh, no, I didn't mean it like that. Okay, darum bist du aber auch selber schuld. I read a book about knowing when to shut up. Okay, ich dachte erst, Mila reitet ihn da rein, aber dann hat er selber Mist gebaut. So, hier können wir nicht weiter. Tja, aber da können wir noch weiter. Ne, können wir nicht. Na gut, dann haben wir uns... Boah, wir haben hier nur diese verdammten... Ach, permanenten... Statusdinger, was weiß ich. Kräuter, Drogen, wie auch immer. Löcher gibt es auch nicht hier, wo ich rein kann. Na gut. So viel gelohnt hat sich das nicht. So, gehen wir mal zu Milas Schrein. Wir erkunden jetzt erstmal die gesamten Städte nach Quests und was weiß ich. Ich will da nicht Zeit verschwenden oder so. Ich will einfach nur so viel wie möglich vom Spiel zeigen. Und ich spiele das Spiel auch zum ersten Mal. Ich will auch mehr erfahren. Ich möchte alles sehen und so. Auch wenn die Story dadurch zu kurz kommt. Tut mir ja leid. Aber das muss halt sein. So, Sheldon, da waren wir. Leron, da waren wir auch. Da können wir hin zum Analysehafen und dann kümmern wir uns um die Quests. Hoffentlich passt das noch alles in diesem Part rein. 2 Minuten haben wir noch. Hoffe ich. So. Dann könnte ich mich vielleicht noch an dem einen Hafen, wo wir jetzt eigentlich sein sollten, umschauen. Und dann kümmern wir uns um die Minen-Quests, die wir bekommen haben. Und so weiter und so fort. So, hier ist nix. Dann noch zum Substraff-Seehafen. Dann haben wir unsere Quest-Such-Aktion abgeschlossen für diesen Part. Und im letzten. So, aber hier scheint es auch nichts zu geben. Dann kann ich mich ja noch locker... Ach, das ist der alte Mann, genau. Hier drinne ist... Nichts. Okay. Nichts ist hier drin. Du, dann gehen wir zum Lakuta, was weiß ich. Upsala. Seehafen. Oh, da liegt direkt was. So, 5 Gold. Und. Wo muss ich. Da ist doch direkt eine Quest. Ha. Nein. What you got there? This? It's a pendant. I've seen that before. Isn't that Mila's? You said you treasured that pendant. I did. That's why I gave it to Jude. Hmm. A gift from Mila, huh? A treasured relic of Lord Maxwell herself. I wonder how much I could hawk that for. Wie viel wir dafür bekommen werden, werden wir allerdings im nächsten Part erfahren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!